Was geht ab, liebe Freunde? Und willkommen zu einer Part von Mario Kart 8 Online. Und wir beginnen gleich mit einem Mario News. It's me, Mario! Okay, ich hoffe. Und zwar soll Super Mario Run Middle. Was heißt das? Nintendo hat bekannt gegeben, dass Super Mario Run am 15. Dezember auf iOS kommt. Ihr solltet iOS 8.0 haben oder höher, um dieses Spiel zu spielen. Ich find's cool, ich freue mich definitiv auf Super Mario Run. Ja. Mal was klein. Oh, du kleiner Hu. Mal ein bisschen abwechslungsreich und schick und toll und ja. Auf Amazon ist The Legend of. ist The Legend of Zelda für die Wii U. Wii U-Version. Für den 31. März 2017 gelistet. Ja. Fuck. Ist das nicht schön? Das Cover gefällt mir aber irgendwie nicht so ganz. Nicht gut. Dann. Hallo Yoshi. Was geht? What the fuck? Dann haben wir eine Neuigkeit bzw. Gerücht. Regents, glaube ich, heißt er. Der sagt nämlich, dass genau, dass es The Legend of Zelda Switch-Version verschoben wird und nicht für den Launch kommt, sondern erst Mitte des Jahres 2017. Warum? Begründet natürlich Nintendo nicht. Ja, ich heule rum. Klar, ich kann natürlich verstehen, wenn Nintendo sagt, ja, okay, wir bringen jetzt erst die Wii U-Version raus, weil es halt eben die, wo eine Wii U haben, noch das letzte Mal eben belohnt werden, dass sie eine Wii U haben. Aber gut, kann ich verstehen, klar. Warum nicht? Aber halt bis Mitte schon arg lange. Meiner Meinung nach sollte schon vor Mitte 2017 kommen. Mario. Mario. Oh Mann, ich bin verfeilt, tut mir leid. Legend of Zelda, so. Ich weiß nicht, was mit mir los ist heute, aber es sollte sich schnell klären. Vierter Platz und die Gruppe ist echt scheiße. Ich finde keine guten Leute mehr. Ich weiß auch nicht warum. Aber guckt es euch an. Was ist denn los mit Mario Kart? Oh, oh, oh. Toys R Us America hat wohl einen Fehler gemacht. Nun, nämlich haben die Nintendo Switch den Preis released. Beziehungsweise geleakt. Aus Versehen. Upsi. Laut denen soll die Nintendo Switch Basispack, also ohne Spiel, nur die Konsole, für 230 Euro verkauft werden. Zieht es euch rein, Leute. 230 Euro. Das ist, wow. Das gab es noch nie für eine neue Konsole. So einen günstigen Preis. Also wenn das stimmt, dann hat die... Du. Boah, wie ich dich hasse. Hat Nintendo ziemlich gute Chancen, dass die Konsole sich verdammt gut verkauft, weil ich meine, 230 Euro, das Basic Pack, warum nicht, Alter, würde ich mir sofort holen. Ich glaube so oder so, aber ich meine ja nur, ne. Und mit dem Controller und ein Spiel, also ich nenne es mal Premium Pack, ne, soll es ungerechnet 290 Euro kosten und das ist übelst sozial, weil allein der Controller soll 45 Euro kosten, den wir in den Switch Trailer gesehen haben. Ich kaufe mir natürlich die Premium-Version. Vielleicht mit Zelda, vielleicht ohne Zelda, man weiß es nicht. Oh, das rein geht mir echt auf die Nerven. Dann haben wir ein richtig geiles News. Und zwar, jetzt sperrt eure Ohren auf, die ist richtig geil. Und zwar soll, obwohl, nee, warte, ich bin so asozial und mache das erst im nächsten Rennen, weil das Thema müssen wir ein bisschen länger besprechen, meiner Meinung nach. Oh, schön auf dem Yoshi geownt.
Nein, weh, ich werde überholt. Ich drehe durch. Ich drehe durch, bitte! Boah, zum Glück nicht. Ah, die Gruppe ist schon ziemlich aggressiv, dann, dass sie so wenig Punkte hat. Sind sie schon arg aggressiv. So, das nächste Thema wird euch begeistern. Ich verspreche es euch allen. Wenn nicht, dann bist du kein Fan von diesem gewissen Gerücht. Kann es random noch zu Ende gehen, Alter? Thank you. Also, laut dem Gerücht, was er jetzt vorlässt, soll Super Mario Galaxy als Release-Titel veröffentlicht werden. Und das ist richtig geil. Da freue ich mich schon drauf, wenn das stimmt, Alter. Fuck you. Geil. Super Mario Sunshine HD. Stellt euch mal vor, wenn das kommen würde. Holy fuck. Ich würde durchdrehen. Ich könnte mich nicht mehr bekommen. Das wäre richtig geil. Gut, ich bin kein wirklicher Mario Galaxy Fan. Das muss ich euch ehrlich gesagt sagen. Bin ich kein Fan davon. Ja. Aber vom Mario Sunshine gibt es her, Alter. Ich würde es unbedingt haben. Und warum ich mich auch so freue, dass dieses Gerücht nicht so dumm ist. Es ist sogar gut, weil es kommt von den IMDB-Seite. Und, aua, das sagt der Synchronsprecher von Super Mario 64 und Super Mario Galaxy vertreten war. Der Typ behauptet, dass sie an diese beiden Titel arbeiten und er auch darin als Sprecher für Europa dabei ist. Also bitte lasst es stimmen, Alter. Ich hoffe es. Das wäre der Shit, man. Stellt euch vor. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mario Sunshine HD. Nintendo, bitte, bitte macht es. Und dann so, sagen wir 2018. Oh, Paper Mario HD 2. Ah! Wow. Ich würde austicken des Jahrhunderts. Jo. Ich kann ja mal definitiv die Seite verlinken, wo das steht. Schaut unbedingt in der Videobeschreibung nach. Weil es dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ihr könnt euch alles nochmal im Detail durchlesen. Also der Typ, der das sagt, heißt WCCFTECH. Er sagt, ja, der Typ, der arbeitet daran und bla 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 bla. Ich glaube ihm. Ich muss ihn glauben. Es wäre Shit. Ja, und als Super Mario Sunshine soll Mitte des Jahres 2017 so gegen E3 rum, ja, in die Läden kommen. Definitiv werde ich es mir holen. Ich wollte es ja immer wieder zocken und dachte mir, ja, ich warte mal auf eine HD-Version. Vielleicht 2017 und es könnte auch durchaus sein. Das war's von diesem Part. Lasst die Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.